Namen Illyra beziehen wir uns auf eine weitreichende und vielfältige Bevölkerung von indogermanischer Sprache, die sich während der Eisenzeit auf der nordwestlichen Balkanhalbinsel niederließ. Diese Länder, einschließlich Illyrien und Pannonien, stellten jahrhundertelang das Herz der illyrischen Zivilisation dar. Die erste Erwähnung der Illyrer findet sich in den Fragmenten von Hikataios von Milet, die zwischen dem Ende des 6. und dem Anfang des 5. Jahrhunderts vor Kyrte datiert sind und sie als barbarisches Volk beschreiben. Ihr Ruf breitete sich bald aus und griechische und römische Autoren benutzten den Namen Illyrer, um sich auf verschiedene Stämme des westlichen Balkans zu beziehen. In der griechischen Mythologie ist Illyrius, der Sohn von Kadmos und Harmonia, der legendäre Stammvater der illyrischen Völker. Es wird angenommen, dass er ein weitreichendes Königreich in den westlichen Regionen des Balkans regierte und seine Taten prägten die kulturelle Identität der Illyrer. Ursprünglich bezeichnete Illyrioi einen spezifischen Stamm im Süden des Balkans. Mit der Zeit wurde der Name jedoch verwendet, um sich auf eine Gruppe von Völkern, einschließlich der Istrer, Japoden, Dalmatiner und Pannonier zu beziehen, obwohl sie ethnisch und sprachlich unterschiedlich waren. Trotz häufiger Kontakte zu den Griechen, die Kolonien in ihrem Land gründeten, behielten die Illyrer eine starke kulturelle Identität und widerstanden der Hellenisierung. Alte Quellen beschreiben sie als ein wildes und unzähmbares Volk, geschickt im Krieg und mit einem tiefen Sinn für Ehre. Die Geschichte der Illyrer ist untrennbar mit der Geschichte Griechenlands verbunden. Während des Peloponnesischen Krieges stellten sie Söldnertruppen für König Perdikkas, den Zweiten von Makedonien, bereit und nahmen aktiv an regionalen Konflikten teil, wobei sie ihre militärischen Fähigkeiten und territorialen Ambitionen zeigten. Es wird fast sicher angenommen, dass das älteste Volk des Balkans, nach einigen Theorien, heute als das albanische Volk identifiziert werden kann. In alten Zeiten besetzten sie ein großes Gebiet, das sich von der Adria bis zur Donau erstreckte, und ihre Vorfahren wurden Illyrer genannt. Die alten illyrischen Stämme, darunter die Adiae, Labeaten, Libournier, Dalmatiner, Veneter, Messapier und Japoden, waren einige der ersten arischen Völker, die nach Europa kamen. Die Japoden mit den Untergruppen der Daunier und Polketier kolonisierten den südlichen Teil der italienischen Halbinsel und ließen sich insbesondere in den Gebieten nieder, die heute als Apulien und Basilikata bekannt sind. Diese Migrationen wurden teilweise durch den Eintritt der Illyrer in das Eisenzeitalter um das 1100. Jahr vor Christus ermöglicht, was es ihnen ermöglichte, fortschrittliche Werkzeuge und Waffen für die damalige Zeit herzustellen. Die Illyrer lebten zwischen den Bergen und dem Meer in Gesellschaften, die in verschiedene Stämme organisiert waren, die manchmal miteinander Krieg führten. In Friedenszeiten tauschten diese Stämme Waren aus und beeinflussten gegenseitig ihre Sprachen und Kulturen. Nach einigen Interpretationen würde der Name Illyrer frei bedeuten, eine Bedeutung, die in der modernen albanischen Sprache bestehen bleibt. Illyr bedeutet frei. Ein bemerkenswertes Merkmal der illyrischen Migration ist die Bildung enger Bindungen zu anderen Völkern, wie sie in den Beziehungen zwischen den Daunern, die in der heutigen Provinz Foggia angesiedelt sind, und den Venetern oder Eneti, die in der venezianischen Lagune ansässig sind, zum Ausdruck kommen. Laut Professor Francesco Tudisco waren diese Bindungen tief und basierten auf kultureller Sympathie, territorialen Ähnlichkeiten und gemeinsamen Handels- und religiösen Praktiken. Für die Illyrer war der Hirsch ein Symbol der Sonne und stellte ein Opfertier dar, das in Sonnenritualen dargeboten wurde. Jüngste Ausgrabungen, wie die in Coppa Navigata in der Nähe der alten Sipontina Lagune, haben Hirschbeinknochen und Darstellungen dieser Tiere auf daunischer Keramik ans Licht gebracht. Die illyrische Sprache ist nur spärlich belegt, aber die verfügbaren sprachlichen Funde deuten auf eine Verbindung zu den indogermanischen Sprachen hin. Die illyrische Kultur war reich und vielfältig. Die Bronze- und Eisenmetallurgie war weit entwickelt, ebenso wie die Glasherstellung und die Produktion von prächtiger Keramik. Diese Entdeckungen und historischen Interpretationen unterstreichen die tiefen kulturellen Wurzeln, die die Völker des Balkans und Teile Süditaliens verbinden. Entgegen bestimmten modernen Stereotypen waren die alten Eneti oder Veneter, wie die Daunier, Pössetier und Messapier, keine Barbaren, sondern vielmehr Träger einer verfeinerten und geteilten Kultur. Diese Stämme, so die Forschungen, teilten eine gemeinsame Abstammung und ihre DNA hätte enge Bindungen, die die Erzählungen einer klaren ethnischen Trennung zwischen den Völkern des Nordens und des Südens herausfordern.
Die ersten Interaktionen zwischen Römern und Illyrern können um das 3. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgt werden. Die Römer waren besorgt über den illyrischen Piraten, die Handelsrouten entlang der Adria bedrohten. Im 229. Jahr vor Christus starteten die Römer ihren ersten bekannten Militärfeldzug gegen die Illyrer und konzentrierten sich hauptsächlich auf das Königreich von Teuta, einer illyrischen Königin, die eine bedeutende Piratenflotte kontrollierte. Zwischen dem 3. und 1. Jahrhundert vor Christus führten die Römer mehrere Militärkampagnen in der Region durch, die als illyrische Kriege bekannt sind. Das Ziel dieser Kampagnen war es, sowohl der Bedrohung durch Piraterie ein Ende zu setzen, als auch eine stabile und direkte Kontrolle über die Adriaküste zu etablieren, die als strategisch für die Sicherheit und Expansion Roms angesehen wurde. Das Ergebnis dieser Kriege war die Unterwerfung eines Großteils des illyrischen Territoriums unter römische Herrschaft. Einmal unterworfen, wurden die Illyrer allmählich in das Römische Reich integriert. Ihre Länder wurden in römische Provinzen organisiert. Die bekannteste davon war die Provinz Illyrien. Die Romanisierung war ein komplexer und variabler Prozess, aber im Allgemeinen führte er zur Verbreitung der lateinischen Sprache, römischen Gesetzen und urbanen Lebensstil. Städte wie Salona, das heutige Solin in Kroatien, und Apollonia in der Nähe des heutigen Fier in Albanien wurden wichtige urbane Zentren unter römischer Herrschaft. Die Illyrer übernahmen oft wichtige militärische Rollen innerhalb des Römischen Reiches. Sie waren als tapfere Soldaten bekannt und viele erreichten hohe Positionen in der römischen Armee. In einigen Fällen, wie dem des Kaisers Diokletian, der aus der illyrischen Region Dalmatien stammte, erreichten die Illyrer sogar den Rang eines Kaisers. Trotz des Romanisierungsprozesses bewahrten die Illyrer charakteristische Elemente ihrer Kultur und Sprache, die in verschiedenen Formen auch nach dem Fall des Weströmischen Reiches fortbestanden. Einige Gelehrte glauben, dass die modernen albanischen Sprachen die direkten Nachkommen der illyrischen Sprachen sein könnten, obwohl dies ein Thema akademischer Debatte bleibt. Das Verhältnis zwischen den Illyrern und den Römern war komplex und änderte sich im Laufe der Zeit von einer Phase offenen Konflikts zu einer der Integration und Assimilation. Die Illyrer, obwohl erobert, wurden zu einem integralen Bestandteil des Römischen Reiches und trugen maßgeblich zu seiner militärischen und administrativen Struktur bei. Die Illyrer, mit ihrer komplexen und faszinierenden Geschichte, repräsentieren ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte des Balkans. Sie waren ein Volk von Kriegern und Seeleuten, von Bauern und Handwerkern, die einen signifikanten Beitrag zur Bildung des kulturellen Gefüges Südosteuropas leisteten. Trotz ihrer Unterwerfung durch Rom hinterließen sie ein dauerhaftes Erbe, das weiterhin in der Geschichte und Kultur des modernen Balkans widerhallt. Die panillyrischen Theorien, Mythos und Realität. Die panillyrischen Theorien sind eine Reihe von Überzeugungen und historischen Theorien, die Idee einer großen und alten illyrischen Nation unterstützen, die eine Schlüsselrolle bei der Gründung verschiedener europäischer Zivilisationen gespielt hätte. Diese Theorien, die oft mehr auf spekulativen Interpretationen als auf konkreten Beweisen basieren, wurden zu verschiedenen politischen und kulturellen Zwecken verwendet, insbesondere auf dem Balkan. Einige panillyrische Theorien gehen sogar so weit zu behaupten, dass die Illyrer die Gründer alter Städte wie Rom und Athen oder sogar Zivilisationen wie der ägyptischen waren. Diese Ansichten werden allgemein als hochspekulativ betrachtet und werden durch keine konkreten archäologischen oder historischen Beweise unterstützt. Ein zentrales Element der panillyrischen Theorien ist die Sprache. Einige Befürworter dieser Theorien behaupten, dass das Illyrische die Mutter vieler indoeuropäischer Sprachen oder sogar die ursprüngliche Sprache war, von der alle anderen abstammen. Diese Theorien stehen oft im starken Gegensatz zu akademischen linguistischen Forschungen, die das Illyrische innerhalb der breiteren Gruppe der indoeuropäischen Sprachen sehen, jedoch nicht in einer so zentralen Gründungsposition. Die panillyrischen Theorien wurden zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte verwendet, um nationalistische Ansprüche auf dem Balkan zu unterstützen. Zum Beispiel wurden während der Zeit des Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert auf dem Balkan einige dieser Theorien verwendet, um territoriale Ansprüche zu rechtfertigen, indem argumentiert wurde, dass die modernen Völker des Balkans die direkten Nachkommen der alten Illyrer seien. Akademiker und Historiker, die panillyrischen Theorien kritisieren, betrachten sie oft als pseudohistorisch. Es fehlt ein solides Korpus,
an archäologischen, linguistischen und historischen Beweisen, das die weitreichenden Behauptungen dieser Theorien unterstützen könnte. Darüber hinaus sind diese Ansichten oft mit nationalistischen Ideologien verknüpft und können dazu verwendet werden, ethnische Spaltungen zu schüren. Die panillyrischen Theorien stellen ein faszinierendes, wenn auch kontroverses, Kapitel in der Geschichte der Interpretation der Balkanvergangenheit dar. Obwohl viele der Behauptungen dieser Theorien nicht von der Mehrheit der Gelehrten unterstützt werden, bleiben sie ein bedeutender Teil des kulturellen und politischen Diskurses in einigen Teilen des Balkans. Die Illyrer sind eine faszinierende Zivilisation mit einer reichen Geschichte, ein Volk, das einen unauslöschlichen Eindruck in der europäischen Geschichte hinterlassen hat. Ihre Kultur, Traditionen und Taten haben Generationen beeinflusst und verdienen es, in Erinnerung behalten und gefeiert zu werden. Wir danken Ihnen, dass Sie unser Video über die Illyrer verfolgt haben. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie mehr erfahren möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und ein Gefällt mir zu hinterlassen. Ihre Beteiligung motiviert uns, immer mehr qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Bis zum nächsten Mal.